Moin Mann und ein herzliches Willkommen zurück zur Let's Play The Last of Us. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir gerade auf dem Weg zum Radio, zu diesem Turm. Signalturm, Sendeturm, wie auch immer, vom Militär. Und wir werden gerade auf einmal beschossen. Warum auch immer. Die wollen uns hier nicht. Die wollen uns nicht hier haben. Oha! Wo kam das denn jetzt her? Ich habe keine Ahnung, wo das gerade herkam. Ich habe mich schon wieder nicht getroffen. Oha, die schießen da durch. Durchs Holz schießen die. Da sind zwei Typen. Ich glaube, ich mit der Taktik fahre ich eigentlich ganz gut. Oh, da ist er, den habe ich gar nicht gesehen. Dreck. Die regen mich gerade, der Typ regt mich gerade wirklich ein bisschen auf. Wegen ihnen musste ich jetzt so, ja, mein Medipack verschwenden. Und ich treffe nicht aus der Entfernung, das gibt es nicht. Jetzt habe ich ihn aber. Jetzt hole ich mir diesen Typen. Scheiße! Dafür stirbst du, mein Freund. Bin darin wirklich schlecht. Waren das alle?
Da ist noch einer. Beschützen. Das nennt man einen Header. Und die kommen gerade auch von überall, also Wahnsinn. Da ist noch einer. Wie viele wollen da noch kommen? Oh nein, den kenne ich doch. Soll ich den denn erwischen? Oder sind die uns gefolgt? Ich weiß es nicht. Ich werde weit. So. Verdammt. Schmeißen Molotows. Wahnsinn. Ah, okay, ich verstehe, was ich machen muss. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Das ist nicht einfach. Jawohl. So, was habt ihr davon? Das war heftig. Alles okay, Sam? Ja, okay. Danke, Joel. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Henry! Als ob ich dich nicht getroffen habe. Alter, wie viel halten diese Viecher aus? Habe ich wirklich nicht getroffen? Sam! Henry! Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Ach ja, ist klar. Wenigstens verstecken die sich nicht. Weg mit den Klickern. Oh mein Gott! Ja! Wo kommt ihr denn alle her? Verletzt? Ist okay. Wahrscheinlich hat der Lärm okay, die ganzen Klicker angezogen. Kommt mit. Dann los.
Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht hier nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ja, habe ich auch gesagt. Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würd's gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Oha, wie unfreundlich. Oh. Halber Tag ist um. Oh Mann, das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lass ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam?
Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Das ist hart. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst Sam. Mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld! Henry! Henry, nicht! Okay. Und wieder keine Bekanntschaften gefunden. In Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich mochte ihn zwar nicht so sehr, diesen Henry, aber das hat er nicht verdient. Ja, ich meine, okay, er hat uns verraten, aber... Geradeaus oder runter? Sagen wir, gehen mal geradeaus einfach. Tja, so viel dazu. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Na komm. Na komm, holen wir uns noch einen Molotov-Cocktail. Ach, Mann. Ich wieder mit meiner Aussprache. Molotov-Cocktail. Hm. Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passieren. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mir nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Feiern. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Einfach den Fluss folgen, aber der Fluss sieht auch episch aus. Also, das Wasser da einfach runterkommt. Was ist das? Wie siehst du, ist ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser-was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir da rüber? Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. Irgendwas müssen wir hier übersehen. Okay. Hallo. Können wir was zusammenbauen? Nee. Ah doch, ein Messer können wir zusammenbauen, ja. Wie kommen wir darüber? Folge Ellie einfach mal. Die Strömung ist zu stark, schwimmen kann ich bestimmt nicht. Oder? Ich kann es versuchen, aber...
Ich überleg mir was. Warte hier. Als ob er bei der Strömung gegen ankommt. Tauchen wir besser mal. Könnte ich nicht einen Baumstamm oder so nehmen? Oder irgendein Holzbrett oder so vielleicht? Hier komme ich nicht rauf. Bin hier zu klein für. Oder kann ich darauf klettern? Eventuell? Ich weiß es nicht. Als ob man da nicht raufklettern kann. Ah! Ja. Muss bestimmt hier unten irgendwas finden. Ne? Ich sollte mal erst komplett Luft holen. So, jetzt. Und nach unten. Das bringt mir alles hier nichts weiter. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Oh Gott, das ist knapp. Als ob. Das ist das hier? Achso, nee. Das ist so ein Brett. Was wollen die Entwickler von mir? Komme ich da durch? Komme ich nicht durch. Und wenn ich was zum Treiben hätte, könnte ich Ellie auf die andere Seite bringen, aber... Ich finde gerade nichts. Okay, und hier komme ich nicht weiter, oder was? Ja, hier ist Sackgasse, oder? Hier ist der Strudel sehr stark. Ja. Was übersehe ich denn? Löse die Holzpalette, die sich unter Wasser befindet. Ah, okay. Ah, das ist eine Holzpalette! So, habe ich gar nicht erkannt. Ah, ich verstehe. Ja, wie soll ich erstmal nochmal oben einmal Luft holen? Ups. Okay, Ellie, du musst jetzt... Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. Na komm.
Ernsthaft? Komm rauf hier. Dach da vorne. Aber hat Ellie überhaupt genug Kraft, um die, um das Rad zu drehen? Ist bestimmt schon verrostet. Warum kann ich da nicht draufsteigen? Ist es... So, muss ich jetzt nach oben oder mach... Okay. Dann hat sich das ja geklärt. Aber ich finde es schön, dass man auch, ja, dass man für besondere Menschen, zumindest im Spiel, was das Denken angeht, ja, so eine Lösungswege parat. Ja, so solche Tipps gibt es, sagen wir mal so. Ja. Links, rechts, links. Gehen wir mal hier und schauen, was hier ist. Das ist zu klein für ein Grab. Ich habe vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Was mache ich jetzt damit? Ellie. Was? Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber es reicht jetzt. Ah, haben wir ihn hier beerdigt? Bitte, Tommy. Ich weiß, habe ich auch. Ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut, wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. Aber sie ist ganz schön optimistisch, die Ellie, ne? Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Hallo. Karte des Kraftwerks, so schön, ne? Das sieht nach der neuen Waffe aus. El Diablo, neue Waffe. Können wir was herstellen? Nein, okay. Das heißt, wir müssen hier rüber, oder? Ein bisschen verwirrt. Oh, hier geht's noch weiter. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Das sieht nicht ihr gut aus. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Du bist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Wie lange haben die sich nicht gesehen? 20 Jahre? Du bist scheiß alt geworden. Das ist der vom ersten Part, ne? Der mit uns abgehauen ist. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her?
Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir hier mal einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Comments da lassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mit unserem Bruder zusammen. Bis dann.